Snow? Dear me. I haven't a clue. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Hallo und willkommen zu einem weiteren Elden Ring Video. Heute zeige ich euch ein verstecktes Dorf in einer Höhle. Die Höhle da, im Hintergrund. Die ich da schon markiert habe. Ich bin im Leonia Seenland. Hier ist Schloss Sturmschleier, hier kommt man raus. Hier ist der erste Händler an dem Gnadenpunkt. Und ich bin bis hier vorgeritten zur malerischen Insel. Von da aus gehen wir jetzt in dieses Dorf. Vorher gucken wir uns dann noch eine Nachricht an. Baum, vielen Dank für deine Hilfe. Aha. Weiter geht's. Gehen wir also erstmal in Richtung Höhle. In dieser Höhle befindet sich ein Kristallschwert und ein Questgegenstand, der mir jetzt direkt einfällt. Wir holen natürlich alles, was es da drin gibt. Außer... Nee, doch, wir holen alles. Wenn ich was verpassen sollte, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. So, hier kann man reintreten mit dem Pferd, aber wenn man per Fuß läuft, wenn man ohne Pferd läuft, bam, unbeugsamer Schwur, Kriegsasche. Dann wird man vergiftet oder irgendwas, wenn man hier ohne Pferd entlang läuft. Aber da oben ist schon das Dorf zu sehen. Hm, lässt sich eigentlich schnell verpassen. Machen wir mal meine kleine Laterne an. Hier nach oben. Hier oben geht's ins Dorf. Wir schauen trotzdem mal kurz hier unten. Ich denke, die habe ich noch gar nicht erkundet mit meinem Hauptcharakter. Okay, ist doch größer als gedacht. Wow. Wenn ihr Trinas Linie braucht, hier liegen sie. So, jetzt starten wir mal ins Dorf. Dorf des der Albinaurix. Boah. Stirb. Okay. Eine Larventräne, ja, das ist ein wirklich sehr nützliches Item. Ich glaube, mit diesem Gegenstand kann man seine Skillpunkte zurücksetzen. In der Akademie von Raya Lucaria. Die müsste dafür aber erst einmal abgeschlossen haben. So, was hat der hier zu sagen? Dieses Dorf ist verloren. Bitte, selbst wenn ihr ganz allein seid, alter Albus, versteckt euch gut und bleibt absolut stumm. Okay. Hier haben wir direkt eine Gnade. Holen wir erstmal das, wenn wir über die Brücke gehen, gehen wir Richtung Kristallschwert. Und das wollen wir erstmal holen.
Ey. Blutgerinnsel eines Albinaurik. Das ist ein Objektherstellungs... Objekt. Ja, ein Objektherstellungsobjekt. Oh, hier ist ein Gegner. Und hier befindet sich das Kristallschwert. Wir befinden uns in der Höhle hier unten. Selbst wenn ihr die Karte aufgedeckt habt, was erst hier oben irgendwo geht im Norden. Irgendwo hier oben war das. Da. Damit deckt das auf. Seht ihr nicht den Bereich von dem Dorf, sondern ihr seht den Bereich über dem Dorf. Da war ich selbst noch nicht, auf diesem Plateau dann oben drauf. Also es bringt euch so oder so nichts, auch wenn ich jetzt nicht direkt auf der Karte zeigen kann, wo ich bin. Schaut an, hier liegt noch etwas. Blutgerinnsel eines Albinaurix. Schön. Gut, das war diese kleine Insel, weil das Kristallschwert... Ich kann es ja mal ausrüsten. Ist beliebt, habe ich gehört. Warum, weiß ich nicht. Nicht genau. Also es ist ein Stärke und Weisheit. Und Geschick hat er. Also es ist eher Stärke und Weisheit. Klar, wenn jetzt ein Kampfmagier macht, ist das natürlich sehr nützlich. Aber hier gibt es noch mehr zu erkunden. Keine Sorge. Das war nicht alles. Dieser Nebel hier. Oh. Was ist denn das? Boah. Probe des wahnsinnigen Parfümers. Das ist ja cool, das Ding. Parfümeurs. Die Robe eines wahnsinnigen Parfümeurs. Die Stickerei der Schürze allein ist ein Fluch auf den Erdenbaum. Okay. Diese zur Ketzerei neigenden Parfümerie. Parfümeure trinken ihre eigenen Arzneien, um Körper und Geist zu verändern. Die unweigerliche Selbstzerstörung erklärt auch ihren Namen. Aha. Nehmen wir. Elfenbeinsichel. Hier oben. Das ist ein Dolch. Stärke E, Geschick und Weisheit D. Wieder ein Weisheitsding. Ah, es hat diesen Schritt, ja. Secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait, then. You're not one of them? Well. Nee. What a relief. Oh,
goodness me. I am Albus and Albinoric. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse monger's hands. And if you should need the young Albinoric Latena, then please give it to her. Wo die ist, das werde ich auch noch zeigen. Da müssen wir das Medaillon geben. Aber wir gucken erstmal weiter. Wer macht hier diese Geräusche? Ah ja. So, das war immer noch nicht alles. Wir haben noch mehr in dem Dorf. Oh, das war mehr als knapp. Ah, schade. Ich weiß nicht, was die bringt. Ich glaube aber nur eine Aufladung von Heiltränken. Boss Time. Oh, 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 oh. Die Hunde machen das blöd. Oh. Oh. Knapp 5000. Knotentalisman des Schmelztiegels. Verringere die Wucht von Kopfschüssen und den durch Kopfschüssen erlittenen Schaden. Okay. Ein Talisman gefertigt aus einer Knochenwulst, die das Wesen mehrerer Bestien verkörpert. Sie wuchs angeblich vor langer Zeit auf dem Körper eines Menschen. Verringert den erlittenen Schaden von Kopfschüssen. Ein Überbleibsel aus dem Schmelztiegel des urzeitlichen Lebens, zum Teil aus der Degeneration geboren. In der Antike galten diese Wülste als göttliches Mal. Heute verachten die Völker sie als Zeichen der Unreinheit. Aha. Das wohl eher. Der Boss ist einfach, nur die Hunde dazu, die waren das Problem. Die lassen dann natürlich keine Ruhe. Was haben wir denn hier? Einen Runenbogen. Sehr gut.
Davon kann man nicht genug haben. So, ich glaube, jetzt war's das aber mit dem Dorf. Mir fällt jetzt nichts weiter ein. Da sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr nichts von dieser Art von Videos verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, ciao, ciao.